Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich weiß, ich spreche aus dem Off, nicht weil der Ton kaputt gegangen ist, sondern weil ich hoffe, dass es dann leichter ist, die Untertitel einzufügen. So kann ich mir nämlich zurechtlegen, was ich sagen will. Wenn ich es vor der Kamera mache, muss ich das spontan machen. Das wird dann mit den Untertiteln manchmal etwas schwer. So, Klein Hummel musste heute wieder seinem Endgegner, dem Bellekorb, gegenübertreten. Ich weiß natürlich schon, wie es ausgegangen ist, aber das spoilere ich obviously nicht. Es wäre ja irgendwie dumm, deswegen lasst euch überraschen. Na? Ja. Wo ist der Hummel? Da ist der Hummel. Da ist der Hummel. Komm! Komm, steh auf! Komm! Kommen Sie! Ja, los! Kommst du jetzt? Komm. Komm, Diggi. Komm. Der Timmy ist wieder abgehauen. Und du hast auch keinen Bock, oder was? Ist doch voll schönes Wetter. Man sieht, er hat wieder richtig Bock. Nicht wahr, Kleiner? Da muss irgendein Tier sein. Hier raschelt's. Ich habe dieses Video irgendwie noch ziemlich wenig geredet, aber wen interessiert's? Hummel hat sich schön angestellt und anscheinend ist der Bauch nicht so voll. Er hatte nämlich wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde oder sowas gegessen und ich habe mich erst gefragt, ob das nicht ein bisschen früh ist, ob der Bauch dann nicht noch arg voll ist, aber scheint ihn nicht so zu stören. Bauchweh hat er wohl keins und gleich kotzen scheint er auch nicht. Ich stelle die Kamera jetzt nach hier drüben
Und dann gucken wir mal, wie das von hier hinten aussieht, wenn er springt. Hast die Kamera umgeschmissen. Moment, sitz. Du solltest dich hinsetzen. Da solltest du dich nicht hinsetzen. Ja, was? Also der macht heute definitiv Hochleistungs-Full-Body-Workout. Diese Kamera hat so einen Kack-Zoom. Ursprünglich stand sie da hinten, jetzt steht sie hier. Und ich trage sie jetzt noch weiter nach vorne. Weil eigentlich finde ich den Winkel cool, aber ich finde, es ist zu weit weg. Und es hat jetzt zwar schön demonstriert, wie viel er rennt, aber ich glaube, für den Bällekorb ist das doof. Ich will da mal eine ähnlich große Distanz probieren, dass ich mich wieder dahin stelle und er hockt da hinten. Vielleicht traut er sich dann besser rüber. Das werden wir jetzt heute sehen. Wahrscheinlich kann er jetzt nicht mehr und jetzt läuft gar nichts mehr. Aber gut, wir versuchen einmal Bällekorb, wenn es ganz schlecht läuft. Aber bisher war es so, wenn ich gedacht habe, es läuft schlecht, dann lief es meistens richtig gut. Zusammengeknautscht und voll schmal jetzt. Also definitiv schmaler als das Tischlein, als der Fußhocker. Folglich sollte es auch nicht unmachbar sein. Theoretisch kann er es. Aber er hat ja Schiss vor dem Ding. Deswegen bin ich mal gespannt.
Ey, also ich würde mal sagen, Problem gelöst. Ich hatte den Bällekorb ursprünglich mal auf diese Liste geschrieben, weil der mal so ein Drama war, aber ich würde sagen, wir haben dieses Problem jetzt mal gelöst. Ich glaube nicht, dass es jetzt sehr schwer wird, auch wenn er die Bälle so noch nie gesehen hat. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass er dann weniger Angst vor dem Bällekorb hat. Aber ich glaube, es sind nicht die Bälle, die ihm Angst machen, sondern der große und laute Korb. Aber wir schauen uns jetzt trotzdem an. Und selbst wenn es zu leicht ist, er hat heute so viel geackert und der ist jetzt schon so durch den Wind. Ich glaube, der könnte jetzt auch nichts Schweres Neues mehr machen. Das würde er einfach nicht hinkriegen. Der Fischstinker hat seine Arbeit für heute beendet. Hat er schön gemacht. War sehr anstrengend. Wir müssen jetzt aufräumen. So Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ich muss meine Meinung bezüglich der Kameraposition ändern. Beim Fußhocker war sie top. Die Qualitäten dieser Kamera, Farbe und Fokus, also kommt zwar jetzt nicht so gut rüber, aber man sieht einfach so schön viel und ich finde es so smooth aus. Ich finde es auch interessant, dass das Springen Hubel mental mehr zu fordern scheint als körperlich. Er ist bis zum Schluss wie ein Flummi über die Hindernisse gesegelt, aber gleichzeitig war er total wuschig. Er war irgendwann super schnell abgelenkt und hat gar nicht mehr verstanden, was ich überhaupt von ihm wollte. Körperlich war er also noch fit, aber mental total durch den Wind. Passt aber auch, denn ihre Beine zu koordinieren ist für Hunde tatsächlich eine kognitive Herausforderung, viel mehr als für uns Menschen. Mal schauen, wie sich das mit dem Intro und Outro aus dem Off bewährt. Ob das wirklich weniger Arbeit ist oder ob die Videos dann nicht einfach nur monoton und abwechslungslos wirken. Bisher wirkt es aber fast unterhaltsamer, wenn ich nicht so viel schwafle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo und so weiter da und bis zum nächsten Mal. Sind doch scharf.
Nicht so, dass du direkt da durchleuchtest. Nee. Also der macht heute definitiv absolutes Hochleistungs-Full-Body-Workout. Das sieht man auf der Kamera gar nicht. Hä? Ich versuche ihn. Ah, so. Ich habe ihn eigentlich versucht, mehr in die Mitte zu bekommen und sie hingekriegt. Ja, mal schauen, wie sich das mit dem Intro und Outro aus dem Off bewährt. Ob das wirklich weniger Arbeit ist oder ob die Videos dann einfach nur monoton und Mal schauen, wie sich das mit dem Intro und Outro aus dem Off bewährt. Ob das wirklich weniger Arbeit ist oder ob die Videos dann nicht einfach nur monoton und abwechslungslos. Abwechslungslos bin ich dumm.